Hallo und herzlich willkommen bei der Videoserie Tourenplanung Digital. Mein Name ist Simon und ich bin Produktmanager bei VeloPlus. Im heutigen Teil geht es um die selbstständige Tourenplanung mit der Planungssoftware Garmin Connect und die zugehörigen Geräte aus der Edge-Serie von Garmin. Angefangen beim Edge 130 Plus, das ist mehr ein Trainingsgerät, weniger zum Navigieren denkt. Das Edge Explorer, Einstiegsmodell, mit der ganzen Europakarte hinterlegt. Dann haben wir Edge 530, Edge 830. Das sind praktisch identische Modelle, einmal mit Tastenbedienung, einmal mit Touchscreen. Und da haben wir das Edge C30 Plus, das ist das neueste Modell von Garmin, mit dem grössten Bildschirm und auch mit den meisten Funktionen. Ganz einen kurzen Überblick über die Geräte. Kommt doch am besten in einem Laden vorbei und schaut ihr euch in echt an, damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt. Für die Minimalisten unter euch gibt es auch die Möglichkeit, euch mit der Phoenix-Uhr von Garmin navigieren zu lassen. Die hat ebenfalls eine Europakarte drauf und wie gesagt, einfach sehr einfache und minimalistische Navigation. Soviel zu den Geräten. Dann steigen wir jetzt ein mit der Planungssoftware Garmin Connect. Wie der Name schon sagt, ist das die von Garmin zur Verfügung gestellte Planningssoftware. Sie ist komplett kostenlos und man kann ebenfalls zwischen verschiedenen Sportarten wie zum Beispiel Rennvelofahren, Mountainbiken oder E-Biken auswählen. Dann kommen wir zu mir und wir schauen zusammen am Computer an, wie wir eine Route planen. Um eine neue Tour zu planen, klicken wir auf Training und wählen den Menüpunkt Strecke aus. Es öffnet sich die Kartenansicht von der Schweiz und ihr könnt hier auf Strecke erstellen klicken. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Rennvelo, Mountainbike, Offroad. Ich wähle jetzt Rennvelo aus. Als Start setze ich mir hier auf der Karte den Bahnhof Bern. Mit einem Klick seht ihr, gibt es jetzt hier so ein grünes Pfeil als Ziel. Gebe ich jetzt oben bei der Suchfunktion Biel ein. Ich möchte gerne an den See führen fahren. Wähle hier einen Endpunkt aus. Und wie ihr seht, mit zwei Klicks hat es mir jetzt schon einen ersten Routenvorschlag erstellt. Die Route könnt ihr jetzt beliebig verändern. Dazu empfehle ich euch, die Heatmap einzublenden. So seht ihr, welche Strecken von den Nutzern viel gefahren werden. Ihr könnt also jetzt hier einen beliebigen Punkt von eurer geplanten Tour nehmen und zum Beispiel auf so eine violette Strecke ziehen. Und wie ihr seht, nach wenigen Sekunden hat er auch schon einen neuen Routenvorschlag gemacht. Wenn euch die Route jetzt so passt, gebt euren Namen und klickt hier unten auf Strecke speichern. Gut, als nächstes möchten wir unsere Route, die wir geplant haben, aufs Gerät übertragen. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Eine Option ist, ihr schliesst eures Edge-Gerät direkt am Computer an und übertragt es via Kabel. Die andere Option, die ich euch jetzt zeigen möchte, ist, ihr übertragt es mit Hilfe von der Connect-App und eurem Smartphone. Dazu öffnet ihr die Connect-App auf eurem Handy und stellt euer Navigationsgerät ein. Wie ihr seht, da oben mit dem grünen Punkt ist mein Navigationsgerät jetzt verbunden und bereit zum Strecke übertragen. Ich klicke jetzt in dem Fall auf Mehr und wähle auch da wieder den Menüpunkt Training aus und dann den Menüpunkt Strecken. Ihr seht da zuoberst meine geplante Strecke von Bern nach Biel. Ich wähle hier aus und klicke ganz oben rechts im Bildschirm jetzt auf die drei Pünktchen und sehe den Menüpunkt an Gerät senden. Das ist auch genau das, was ich haben wollte. Ich will jetzt meine Strecke auf mein Edge C30 übertragen. Und das ist jetzt auch passiert. Wir können auch hier nochmal gut überprüfen gehen, dass die Synchronisation auch stattgefunden hat. Wie ihr hier seht, im Moment drüllen sich die Pfeile noch. Das heisst, die Strecke ist noch nicht übertragen. Erst jetzt, wenn es grün leuchtet, wisst ihr, dass die Strecke ist auch auf eurem Gerät angekommen. Das war es auch schon gewesen. Das Handy könnt ihr jetzt wieder zur Seite legen, braucht ihr nicht mehr weiter. Alles Weitere wird auf dem Gerät direkt angezeigt. Wir bringen mal unser Navi jetzt an den Lenker. Je nachdem, für welches Modell ihr euch entscheidet, sind verschiedene Halterungen dabei. Eines der gängigsten Modelle ist die Out-Front-Halterung. Die platziert nachher euer Gerät vorne mittig über dem Vorbau.
Dazu einfach das Gerät im 90-Grad-Winkel ansetzen, einmal drüllen und schon sind die startklar. Alternativ könnt ihr euer Navi auch mittig auf dem Fahrbau platzieren. Die Halterung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Wir haben jetzt unsere Route mit dem Computer erstellt. Anschliessend haben wir sie mit dem Smartphone an unser Garmin-Gerät übertragen. Und im letzten Schritt möchten wir unsere Navigation am Edge-Gerät noch starten. Dazu tippe ich auf Navigation, gehe auf Strecken, hier gespeicherte Strecken und gerade oberst seht ihr hier meine Route von Bern nach Biel. Ich wähle die aus, sage los. Und jetzt fragt er mich, weil ich aktuell nicht in Bern bin, ob ich zum Startpunkt navigieren will. Ich sage jetzt nein und so sind wir in der Routenführung drin. Für wen sind jetzt also Garmin Edge Geräte und die Routenplanung mit Garmin Connect geeignet? Ich finde das ein super Produkt für alle, die sportlich unterwegs sind, die trainieren, die ihre Trainingsdaten auch auswerten wollen und auch ein Gerät suchen, mit dem sie sich navigieren können. Ebenfalls cool bei Garmin ist, dass man es für mehrere Sportarten verwenden kann. Beispielsweise, wenn ihr zum Wandern in der Schweiz unterwegs seid, könnt ihr euch die Topo-Karte zusätzlich kaufen. Neben den Garmin-Produkten führen wir auch die Navigationsgeräte von der Marke Wahoo im Sortiment, wie auch verschiedene Halterungen, die euer Handy am Lenker befestigen. Damit ihr für euch die optimale Lösung findet für die Tourenplanung, kommt doch am besten in einem Laden vorbei und lasst euch persönlich beraten.